Wir haben eine Situation, dass Frau Merkel zum Beispiel Geld geben soll den Banken. Nun hat Frau Merkel kein, sie guckt in ihre Kasse und stellt fest, wir haben 2 Billionen Schulden. So, und jetzt greift sie in die leere Kasse und holt nochmal ein paar hundert Milliarden raus. Ja, woher denn? Es sind ja gar keine da. Nein, die musste sich ja vorher von den Banken leihen und dann gibt sie die anschließend dann den Banken wieder zurück. Aber die Banken, wie können die was verleihen? Die haben ja selbst keins, sie brauchen ja welches. Und hier merken wir, es geht um eine Umverteilung der Steuern im Rahmen einer kleinen elitären Schicht, die das Geldsystem nutzt. Das Geld ist nicht das Ziel, sondern das Geld ist das Mittel. Das Geldsystem ist das Mittel zur Umverteilung von Arm auf Reich, um nichts anderes, genauer genommen von fleißig auf Reich. Wir haben die Problematik, dass beispielsweise einer, der 1 Milliarde erbt, 1 Milliarde Euro erbt. Und wenn er dieses Geld dann beispielsweise anlegen würde und er kommt auf einem, nur einen Prozentsatz von 1% real, effektiv nach Abzug aller Inflation, dann entsprechen diese 1% ungefähr 50 normalen Einfamilienhäusern. Die bekommt er leistungslos an Zins. Wenn er geboren wird mit 1 Milliarde Guthaben, bekommt er jedes Jahr 50 Häuser ungefähr an Zinsen im Jahr, um mal eine andere Größenordnung zu haben, die man sich vorstellen kann. Das heißt, mit seinem 10. Lebensjahr hat er 500 Häuser Hat aber nichts mehr, hat noch gearbeitet. nichts getan dafür. Das heißt, das ist die Arbeitslosigkeit, eine leistungslose Einnahme, die er bekommt. Nur muss man sich überlegen, dass es natürlich mehrere Milliardäre gibt. Und es geht jetzt nicht um eine Neiddebatte, es geht nur um eine logische Systemerklärung. Diese Umverteilung führt natürlich dazu, dass irgendjemand diese Häuser ja bauen muss, aber er kann sie sich selbst bewohnen, weil er muss sie an leistungslosen Zinsen abliefern, an zum Beispiel einen Erben. Und wenn wir uns dieses Ding mal vor Augen führen, dann stellen wir fest, dass wir versuchen müssen, die Ursache dieser arbeitslosen Einnahmen erst einmal zugrunde zu führen. Wo kommen die zustande? Wie kommen die zustande? Wir haben zwei arbeitslose Gruppen, die armen und die reichen Arbeitslosen. Und alle, die noch Arbeit haben, müssen über Sozialtransfers die armen Arbeitslosen finanzieren und über Zinstransfers die reichen Vergiss die Arbeitslosen. Kranken nicht, die müssen wir auch noch alle Die müssen auch, mitfinanzieren. ja, okay. Aber es geht mir einfach nur darum, das wäre gar nicht mehr das Problem. Das Problem liegt einfach nur darum, dass wir leistungslose Einnahmen haben. Und wir haben letztendlich daraus ein Problem, um das alles noch zu finanzieren, haben wir diesen Wachstumswahn, dass alles wachsen muss. Deshalb muss mehr mit Strom laufen, das muss mehr jemand laufen und muss mehr produziert Mehr werden. Autos, mehr Weil, Lebensmittel. genau, wir haben eine große Problematik. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt. Und dieses Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller Aktivitäten, Wirtschaftsaktivitäten in einem Staat. So wird das zumindest ungefähr dargestellt, vereinfacht dargestellt. Wir unterscheiden aber beim Bruttoinlandsprodukt nicht tatsächlich die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Waren und Dienstleistungen. Wir unterscheiden nicht zwischen einem Gebrauchswert und einem Marktwert. Das heißt also, wir müssen unterscheiden zwischen Mehrwertgütern und Urproduktionsgütern. Ich will keine akademische Diskussion in dem Bereich total haben, aber das ist eine ganz wichtige Ich Geschichte. wollte sagen, man begreift das ja nicht. Wir lesen ja immer von einem Bruttoinlandsprodukt und wie du gerade definierst, ist alles in einem Haufen zusammengeworfen, obwohl man es eigentlich so gar nicht betrachten kann. Richtig. Ich bringe immer das Beispiel von dem Haufen Baumaterial und den 20 Leuten vom Architekten bis zum Maurer. Heißt, wenn die da alle rumlaufen und der Haufen rumliegt, wird da nie jemand drin wohnen können. Das ist nach wie vor ein Haufen Baumaterial und da ist sogar nach 100 Jahren vermodert, verfault, was auch immer. Spannen die aber zusammen und es entsteht daraus ein Gebäude, dann hat das Nachhaltigkeit und Wertzuwachs gewonnen, Richtig. über das Maß hinaus, was vorher alle Einzelteile waren. Und Richtig. das gilt es zu verstehen und da ist es auch deine Erklärung ganz toll, weil jetzt begreifen die Menschen einfach, dass eine Summe, die ihnen vorgeworfen wird als eine erwirtschaftete Leistung, letztendlich gar nicht so betrachtet werden kann, weil ein Teil dieser Leistung überhaupt nicht mehr verwertbar ist, wie zum Richtig. Beispiel das Mittagessen. Wenn Ja. es gegessen ist, Ja, ist es ist vorbei. wegfertig. Ja. Hat aber einen extrem hohen Gebrauchswert. Richtig, Ja, mehr als ein genau. Auto, wenn man Hunger hat. Ja, Ja, das ist der Punkt. Ja. Also das heißt, wir müssten die Parameter eigentlich ändern. Wir müssen die gesamten Paradigmen in der Grundlage komplett neu ordnen. Das heißt, wir müssen den Mut haben, diese gesamte Welt neu zu prüfen, neu zu checken. Und wir brauchen eine Wissenschaft, die Wissenschaft. Wir haben heute das Problem, dass wir nur noch in Tausch rechnen. Wir rechnen in Tauschwerten. Und alles, was man tauschen kann, hat Wert. Und alle sind deshalb auch erpicht darauf, möglichst viele Tauschwerte zu haben. Egal in welcher Form, alles, was in irgendeiner Form Wert hat. Mehr als der Gebrauchswert. Das heißt, wir sind weg von einer Versorgungsökonomie hin zu einer Handels- zur Profitökonomie.
Das ist ein falscher Weg. Mhm. Wenn wir also quasi nur den Profit und nur den Auswurf an Gütern, ob man sie braucht oder nicht, zum Beispiel als Basis nehmen, um damit ein Geldmengenaggregat zu bestimmen. Denn wir haben die Problematik, wir haben ja einmal die Güter und wir haben eine Geldmenge, die sich im Umlauf befindet. Und keiner fragt sich, wo kommt eigentlich die Geldmenge her? Wie entsteht sie? Wie viel Geld darf es im Verhältnis zu Waren und Dienstleistungen eigentlich geben? Und halten sich alle daran? Das wurde ja schon vor Jahrzehnten in Amerika entkoppelt, als man die Goldbindung gelöst hat, als man diese ganzen Leergeschäfte, auch so ein Thema. Klar. Wie kann ich etwas handeln, was mir gar nicht gehört? Ja. Oder Zins, eines der ältesten Diskussionsthemen. Das ist der entscheidende Punkt, ja. Ja, wir wissen ja heute, es gibt eine Aussage, ich weiß jetzt nicht, wer sie getroffen hat ad hoc, der Zins ist der Tod der Gesellschaft. Das kann man so sehen. Die Ursache des Finanzsystems war ja, als die Federal Reserve 1913 gegründet wurde, wo ja auch das Geldsystem privatisiert wurde. Dann wurde ja letztendlich der Dollar 44 ja zur Weltleitwährung, damit zur Leitwährung. Damit wurde das verzinste Geldsystem manifestiert. Ich gehe gleich noch auf das verzinste Geldsystem ein. 1963 wollte John F. Kennedy das Ganze verhindern. Wir wissen, John F. Kennedy wurde stattdessen verhindert und seine Intentionen, das Geld wieder in staatliche Hände zu bringen, wurde eliminiert. Und ich behaupte, seit John F. Kennedy hat das auch kein amerikanischer Präsident mehr gewagt, sich in die Politik einzumischen. Und das ist eine sehr deutliche Geschichte. Und da geht auch keiner dran. Genau so ist das. Und, aber die FED ist auch nicht die Ursache, sondern ich glaube, auch nur ein Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir abgewöhnt, Schuldige zu suchen, wo liegt die Ursache und wo liegt eigentlich der Hintergrund. Für mich ist vielmehr entscheidend, wir erkennen, dass wir ein verzinstes Geldsystem haben. Stellen wir uns doch mal Folgendes vor. Wie entsteht Geld? Geld entsteht durch Schulden. Ja? Wenn ich dir beispielsweise, ich arbeite, das ist eins meiner Beispiele, ich arbeite 2 Stunden bei dir zu Hause. Mhm. Und du gibst mir für diese 2 Stunden beispielsweise einen Gutschein, dass du mir auch 2 Stunden schuldest. Und jetzt gehe ich mit diesem Schuldschein nach Hause und jetzt gehe ich in unseren Ort, deine Loyalität steht nicht in Frage, und ich gehe jetzt woanders hin und bezahle jetzt mit deinen 2 Stunden Arbeit irgendein anderes Gut, einen Kasten Bier. So, und irgendwann geht das weiter und weiter und weiter, dieser Schuldschein. Damit ist der Schuldschein schon zu Geld geworden. Das ist den meisten Leuten nicht klar. Wenn jetzt aber irgendeiner kommt, der den Schuldschein hat und sagt, lieber Norbert, jetzt kommst du und machst diese 2 Stunden mal abgearbeitet, dann ist die Schuld gelöst und der Schuldschein wird zerrissen. Und das ist unser Hauptproblem, was wir eigentlich haben, weil alle Schulden zurückgezahlt werden, getilgt werden müssen, also zerrissen werden. Geldmenge geht weg. Gibt es einen Plan B? Gibt es eine Lösung oder zumindest einen Weg dahin? Ja, mit Sicherheit gibt es den. Ob wir den schon gefunden haben, das können wir noch nicht sagen, aber ich glaube mal, wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Wenn man wissenschaftlich orientiert arbeitet, hat man mehr Fragezeichen als Antworten. Das ist also eins der wesentlichen Erkenntnisse, die ich in meinem Leben erleben müsste und erfahren durfte. Die Menschen, die alles mit Ausrufezeichen versehen und sagen, sie haben die Weisheit mit Löffel gefressen, sind mir oft suspekt. Aber nichtsdestotrotz ist es wesentlich, dass wir den Weg angehen, einen Weg zu finden aus der Misere heraus. Und wenn es in Form einer Brückentechnologie ist. Wir haben ein Problem, dass wir eingeschränkt sind in unserem Denken, weil die Verelendungsangst, die im Unterbewusstsein latent oder weniger latent bei jedem Menschen offensichtlich vorhanden ist, ob einer 10.000 Euro Vermögen hat, 100.000, 1 Million oder 20 Millionen. Ich habe bei allen Menschen dieselben Verelendungsängste und dieselben Symptome festgestellt und die Reichen konnten sich einfach nur den Psychiater leisten. Aber ansonsten hatten sie alle die Probleme gehabt und daran müssen wir erkennen, dass wir erstmal grundsätzlich das System in Frage stellen müssen und dazu bedeutet das, dass wir erst einmal die Verelendungsangst abbauen müssen. Wir haben einen Plan B entwickelt, indem wir auf 4 Sockeln quasi ein völlig neues System installiert haben. Eins der wesentlichen Punkte dabei ist das sogenannte fließende Geld, dass wir diese leistungslosen Einkommen, auch wenn das sehr, sehr schwer verstanden wird, weil man dann gleich sozialistische Tendenzen immer rein interpretieren will. Das ist immer ein ganz großes Problem, dass wir Sozialismus und Kapitalismus oft nicht erkennen als 2 Seiten derselben Medaille. Ja, das ist nämlich dasselbe. Das eine mit dem anderen, es ist überhaupt nichts Unterschiedliches. Exakt. Und wir müssen also wirklich lernen, im Prinzip diese Paradigmen erst einmal zu verlassen. Und mit dem Thema fließendes Geld, da geht es nicht um Sozialismus oder um Kapitalismus. Es geht auch nicht um eine
Viele sind der Meinung, zum Beispiel, wir bräuchten ein Geld, was den freien Marktspielen überlassen wird. Ich halte das für relativ kritisch, weil es Geld ist hier nicht nur einfach irgendetwas, was nichts Wichtiges ist, sondern Geld ist eine Infrastruktur. Und es gibt gewisse Vereinbarungen, die wir in einer Gemeinschaft vereinbaren müssen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin dafür, dass wir einen Rechtsverkehr haben in der Straße, dann sollten wir uns alle daran halten. Dann kann man nicht sagen, also ich finde, das ist ein freies Land, das sollte jedem selbst überlassen. Der eine fährt links und der andere fährt in der Mitte. Das funktioniert das einfach nicht, weil wir brauchen eine Grundlage an Infrastruktur und dazu gehört auch aus meiner Sicht das Geld. Dazu muss man ein bisschen mehr ausholen. Es wird sehr oft abgebügelt, solche Ideen, wie wir sie haben, einfach weil sie nicht durchdacht werden, auch nicht verstanden werden, sondern gleich in eine Schublade gepackt. Fließendes Geld bedeutet, dass hier ein Geld tatsächlich in einem Umlauf geblieben wird. Es ist Sparen möglich, die Zeit erlaubt es nicht, das ins Detail einzugehen. Es ist Sparen möglich, es ist eben halt der tägliche Konsum möglich und eine gleichmäßigere Verteilung des Wohlstandes, ohne dass der Fleißige bestraft wird. Also das, wenn ich das für mich jetzt nochmal definiere, dann bedeutet das das, was ich auch eigentlich immer predige, Geld ist nur gut, wenn es im Umlauf ist, nicht wenn es irgendwo geparkt wird oder gebunkert wird. Richtig. Zum einen und zum zweiten, Geld ohne dass Wertschöpfung dahinter steht, kann es dann nicht mehr geben. Richtig. Und die Wertschöpfung würde ich im Primärprodukt ansehen, nämlich aus den Rohstoffen heraus mit der Erstenergie, die ich habe, also die Urproduktion, die ich hintersehen würde. So, Zweite ist, dass dieses verzinste Geldsystem, diese leistungslosen Einkommen ins Unendliche steigern, das sind Exponentialfunktionen, das ist ein Schuldgeldsystem, das würde dabei auch entsprechend herausfallen. Viele glauben, wir brauchen einen Zins, um Anreiz zu schaffen, damit jemand bereit ist, das Geld im Prinzip zu verleihen. Wir gehen immer nur von Schulden aus. Das Thema ist zu komplex, als dass ich es schnell abhandeln kann und weil man die immer in Verbindung sehen muss. Ein fließendes Geld isoliert betrachtet würde nicht funktionieren, aber in Verbindung mit einem zum Beispiel bedingungslosen Grundeinkommen, weil logischerweise alle Aktivitäten dazu führen, dass technischer Fortschritt stattfindet und dieser technische Fortschritt zur Arbeitslosigkeit führen muss und soll. Es ist ja ein Erfolg. Arbeitslosigkeit ist Erfolg, nicht Misserfolg. Das heißt, jeder Arbeitslose hat es eigentlich schon geschafft. Es gibt nur ein Problem. Der kriegt jetzt kein Einkommen mehr. Es geht uns nämlich nicht um Arbeitsplätze, es geht uns um Einkommensplätze. Es ist ein Unterschied. Die Leute sind nicht scharf auf Arbeit, die Leute sind scharf auf ein Einkommen. Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieses Thema muss diskutiert werden, dass also die Leute, die rausfallen durch ihre Aktivitäten, durch den Erfolg, weil es erfolgt, dann sind sie erfolgreich, aber dann dürfen sie nicht durchs Raster fallen, sondern muss jetzt überlegen, wie man durch eine Einkommenssituation diesen Erfolg auch ordentlich honoriert, damit es nicht zum Krieg wiederkommt. Also da würden noch gleich zwei andere Dinge mitgelöst. Du hast im Anfang deiner Erklärung gesagt, diese Existenzangst, die in allen Menschen ist, dieses Verwahrlosungs... Verelendungsangst, die würde damit wegfallen. Natürlich. Weil ich brauche nicht mehr darüber nachzudenken, ob ich morgen zu essen und zu trinken habe. Und auf der anderen Seite, was ich noch immer sage, ist, wenn die Menschen einmal frei entscheiden könnten zu tun, was sie möchten, aber nicht jetzt jeden Tag zum Badestrand gehen, das wird auch nach zwei Wochen langweilig, sondern die Kreativität. Ja. Wir würden einen Erfindungs- und Kreativitätsschub ungeahnten Ausmaßes bekommen und somit würden viele Lösungen, die wir heute noch gar nicht angehen, weil wieder alles am Geld hängt und aus Schuld und Verzinsung resultiert, wir würden viel, viel schneller uns entwickeln und in einer freiwilligen und positiven Gesellschaft. Richtig. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, es ist völlig, völlig korrekt. Das ist genau wichtig, dass auch gerade durch den Wegfall des Zinses dieser Druck auch des Wachstumswahns wegfällt. Das heißt, Entspannung kommt. Wenn die Bedürfnisse befriedigt sind, wenn wir wieder eine Versorgungsökonomie haben und keine Profitökonomie, eine Ressourcenökonomie. Dann tritt ja Menschlichkeit auf den Plan. Das ist das einzige Problem. Menschlichkeit tritt auf den Plan. Die Verelendungsängste kommen weg. Und ich glaube nicht, dass es dann heißt, wie die Leute glauben, dann sitzen alle nur noch vorm Fernsehen und gucken sich irgendwelche blöden Game-Shows an. Nein, das sehen sie an, um sich abzulenken, weil sie diesen Druck kaum noch aushalten. Das ist ja nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie manchmal keinen Ausweg mehr sehen. Man weil will sie sich einfach, den Kopf leer blasen. Ja, es ist einfach so. Und das sind zwei wesentliche, das ist auch leicht finanzierbar, aber immer nur im Zusammenhang zu sehen. Es kommt ein weiterer Punkt, auch das Bodenrecht an sich muss diskutiert werden. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt große Konzerne, die kaufen aus ihren Profiten ganze Ländereien auf, melden sich dann als Bauern an, also als Landwirt und kassieren dann Stilllegungsflächen.
Ja, Stilllegungsflächen das ist ein cooler Trick. Von der EU. Also ja. Was die Leute alles kommen. Und jetzt, lebt dort aber in der Nähe zum Beispiel ein Bauer in einem Dorf, der würde diesen Stück Acker gerne nehmen, um da Kartoffeln anzubauen, um zum Beispiel auf seinem Markt ökologisch saubere Kartoffeln zu verkaufen. Und der ist juristisch von der Nutzung dieses Landes ausgeschlossen, weil jemand anderes dieses Land gehört. Und aus diesem Grunde bin ich der Meinung, wir haben eben halt als dritte Komponente die Bodenrechtskomponente mit eingebaut. Der Boden hat einen Ertragswert, den kann man messen, auch wenn das noch althergebracht klingt. Ich versuche nur mit den alten Vokabeln zu arbeiten, damit man einen Eindruck, ein Gefühl bekommt. Es ist natürlich komplexer und auch sensibler zu beobachten. Und dann kann man daraus natürlich auch eine Art Nutzungsgebühr als Entschädigung für die anderen errechnen. Das heißt, wenn einer das Recht hat, einen Boden zu nutzen, nicht mehr als Eigentümer, sondern als Nutzer, vererbbar über viele Generationen wie Eigentum, aber eben halt nicht als Eigentum, sondern als Nutzer, dann muss er eben halt eine Gebühr bezahlen. Tun wir sowieso, das nennt sich Grundsteuer. Also es ist sowieso eine Gebühr, es ist sowieso keiner schuldenfrei. Wenn einer 5 Jahre als Eigentümer seine Schulden nicht bezahlt, seine Grundsteuer nicht bezahlt, wird ihm irgendwann das Grundstück weggepfändet. Also schuldenfrei ist keiner. Man will die Leute ja in der Sklaverei halten, dass sie niemals aus der Schuldenspirale rauskommen. Egal, ob sie schuldenfrei vermeintlich sind oder nicht. Und genau hier liegt eine große Ursache, letztlich das gesamte Bodenrecht. Sind wir überhaupt berechtigt, das gegebene Land, was wir hier vorgefunden haben, Gott gegeben oder wo immer man seine Institutionen auch hat, im religiösen Bereich, das ist mir persönlich fremd, aber es ist okay, haben wir ein Recht, sowas als Eigentum zu besitzen. Weil Eigentum ist etwas, was ich haben kann, wenn ich selbst etwas dafür getan habe. Grund und Boden habe ich nicht getan. Ich überlege immer in der Ahnenforschung, wenn ich das mal so nennen darf, wenn ich jetzt jeden Großgrundbesitzer oder Grundbesitzer fragen würde, wo hast du dein Land her? Ja, vom Vater, ja, vom Großvater, vom Urgroßvater und so weiter. Und so, jetzt gehen wir noch weiter zurück, noch weiter. Weißt du, wie das irgendwann war? Da sind ein paar gekommen mit starken Armen und Pferden, haben einen auf den Kopf gehauen und haben gesagt, jetzt mein Land und du arbeitest für mich und baust mir jetzt eine Burg. So ist es. Also das heißt, letztendlich ist heute Grundbesitz irgendwann aus Raubrittertum immer entstanden. Genau, ein ganz wesentlicher Punkt, es ist immer Raub. Ursache von Grundbesitz ist immer Raub, vererbt. Das Problem ist, wenn jetzt jemand dafür jetzt bezahlt hat, muss man überlegen, wenn wir beispielsweise ein neues Bodenrecht einführen, dann geht es nicht darum, den Menschen Land wegzunehmen, sondern einfach nur eine neue Sozialisierung des Landes zu machen. Jetzt kommt natürlich ganz schnell wieder die sogenannte Sowjetparadies, die sich hinstellen und sagen, da wird eine Enteignung stattfinden. Nein, es geht um eine Sozialisierung, nicht Sozialismus, das ist was anderes. Richtig. So, dieses Thema muss definiert werden, das muss erklärt werden und es geht tatsächlich darum, dass die Menschen die Möglichkeit haben, dann mehr Land zu haben als vorher und dann letztlich auch wieder regionale Strukturen aufbauen zu können, weil große Kapitalsammelbecken und Unternehmen sind keine die großen Unternehmen sind gar keine Unternehmen mehr, sind reine Kapitalsammelbecken. Große Konzerne arbeiten nicht mehr, die leben nur noch von ihrem Geld. Das heißt, da findet keine Leistung mehr statt. Du weißt, eine Holding darf gar nicht Eigengeschäft machen. Genau, das kommt noch dazu. Ja, so ist es, so ist es. Und mir geht es einfach nur darum, dass wir versuchen müssen, an der Stelle eben halt das Bodenrecht neu darzustellen. Und als letzten Punkt, und das ist ein ganz wesentlicher, ist für uns, den wir nennen, eine sogenannte freie Presse. Man sagt uns, wir hätten eine Pressefreiheit. Die ist durchaus richtig. Aber was nützt uns eine Pressefreiheit, wenn die Presseorgane selbst nicht frei sind? Weil das größte Kapital kauft sich die Presseagenturen, kauft sich eben halt die Medienkonzerne. Und wenn ich ein Medienkonzerninhaber bin, und hier geht es nicht um Angriffe, sondern um eine Symptombeschreibung, dann vertrete ich logischerweise die Interessen, die eben halt mit mir in einer Liga spielen. Und dabei fallen unten welche durch. Also das heißt, wir brauchen endlich eine freie Presse, eine Informationsfreiheit. Und das bedeutet, dass zum Beispiel aus unserer Sicht im Rahmen eines Medienausgleiches, einer Art Medienfrequenz, Finanzausgleich, wie auch immer man das nennen will, wir es bewerkstelligen, dass kleine Sender, wie euer Sender zum Beispiel, die Möglichkeit hat, auch mal um 20 Uhr statt der Tagesschau gesendet zu werden. Also das wäre ja zwar auf unserem Kanal. Aber auf demselben Kanal. Die Leute, die Tagesschau ankriegen, plötzlich Time to do bekommen.